Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute Samstag, herrlichstes Frühlingswetter, der Himmel ist blau, ganz wenige Wolken und die Sonne scheint. Das Bett ist schon gemacht und jetzt geht es los. Es gibt ein bisschen was zu tun. Ich habe hier so eine kleine Liste auf dem Handy und werde euch jetzt erzählen, was heute so passiert. Ja, zum einen gibt es ein bisschen was im Haushalt zu tun. Der Boden muss hier im Erdgeschoss gewischt werden. Die Katzen hinterlassen da so manche Spur zwischendurch. Und da muss ich heute ran. In der Küche gibt es auch ein bisschen zu tun, denn ich hatte gestern Abend nach dem Essen keine Lust mehr, die Heißluftfritteuse zu putzen und den Kontaktgrill. Das muss heute noch gemacht werden. Und die Spülmaschine ist auch bereit, ausgeladen zu werden. Ansonsten geht es in den Garten. Bei dem Wetter muss es in den Garten gehen. Die Hochbeete brauchen ein bisschen Farbe. Nur obenrum am Rand, da wo am meisten Regen und Gießwasser einfach drauf kommt. Und ich möchte versuchen, etwas gegen die Engerlinge zu machen. Ich habe ziemlich viele in den Beeten. Das ist äußerst unerfreulich. Da werden wir mal schauen, ob die Lösung, die ich da gefunden habe, auch wirklich eine Lösung ist. Ja, und kulinarisch, wir werden heute bei diesem schönen Wetter grillen. Entsprechend werden wir Kräuterquark selber machen, wir werden Fleisch marinieren und Ofenkartoffeln machen und ja, mal schauen, was sonst noch so ansteht. Vieles passiert ja auch einfach so spontan. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und ich starte jetzt mal. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? So, meine Lieben, während ich hier drinnen fleißig bin, ist der Mann draußen fleißig. Hat den Hochdruckreiniger. Und macht hier alles ordentlich. Hallo! Da lacht er nur. Aber ja, guck mal, sieht gut aus. Kein Grünspann mehr. Kannst du mir mal so ein bisschen Schlauchhaare nachgeben? Ja, kann ich. Die Küche ist ordentlich. Hier sieht alles schnieke aus. Wohnzimmer ist auch ordentlich. Bevor ich aber jetzt gleich den Boden wische, wir gucken mal nach dem Kätzchen. Hallo Kätzchen. Miezemau. Sag mal hallo, liebe Leute.
Ne, die ist gerade nicht so gesprächig. Ich lässt wieder eine Pfote raushängen. Oh, was ist das denn für ein Blick? So richtig arrogant. Hm, Schnuffi? Oh ja. Nun gut, ich lasse dich schlafen. Genau, ja, bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, mariniere ich mal das Fleisch fürs Grillen, damit das noch ein bisschen durchziehen kann. Die Zutaten für die Marinade habe ich mir hier rausgestellt. Das Rezept habe ich online mal gefunden, irgendwo über Google. Und ja, ich werde das Ganze in so einen Gefrierbeutel packen, denn da lässt sich das ganz gut ins Fleisch einmassieren. Entsprechend stelle ich jetzt den Beutel hier auf die Waage. Los geht es mit 40 Gramm Ketchup. Ihr könnt da natürlich auch eine Light-Variante nehmen, aber ich, beziehungsweise René und ich, wir versuchen auf diese ganzen Zero-Sachen so ein bisschen zu verzichten. Dann brauchen wir 3 Esslöffel Öl. Ich habe jetzt hier Rapsöl. So. Ein bisschen abschmieren. Dann kommen 3 Esslöffel Sojasauce dazu. Dazu kommt 1 Esslöffel Honig. So. Dann habe ich hier noch 2 kleine Knoblauchzehen. Wenn ihr es ein bisschen knoblauchlastiger mögt, könnt ihr da gerne auch mehr nehmen. Aber wir mögen es nicht zu arg. Die presse ich einfach hier rein. 2 kleine Zehen. Dann ein bisschen Pfeffer dazu, nach Belieben. Auf Salz verzichte ich, aufgrund der Sojasauce. Dann Paprika edelsüß kommt mit rein. So, und dann könnt ihr den Beutel zumachen und das Ganze hier einmal gut vermischen. Ich habe jetzt hier ganz dünne Hähnchenbrustschnitzel. Wir mögen das Fleisch nicht so sehr, beziehungsweise René besonders, nicht so sehr, wenn die Stücke zu dick sind. Entsprechend holen wir immer schön dünnes Fleisch und das ist dann auch schnell durchgebraten. So, einfach verschließen. Ein bisschen Luft rauslassen, sonst klappt das nicht so gut. So. Und so wandert das Ganze jetzt in den Kühlschrank und kann ein paar Stündchen durchziehen, bis wir dann heute Abend grillen. Ihr Lieben, ich habe mir den Putzeimer fertig gemacht. Und soweit sieht es ja eigentlich sauber aus. Aber ich zeige es euch mal aus der Nähe. Überall haben wir hier so eine kleine Pünktchen. Und die habe ich auch manchmal an der Scheibe. So Katzensabber irgendwie. Ich weiß auch nicht. Nun gut, darum wird jetzt der Boden gewischt. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Meine Lieben, jetzt sind wir im Keller angekommen. Es gibt Wäsche zu falten und wegzuräumen. Das muss sortiert werden und gewaschen werden. Und ja, ich glaube, den Raum kennt ihr auch noch gar nicht, ne? Das ist unsere Waschküche. Kein sonderbar schöner Raum. Hier an der Wand haben wir ein Regalsystem montiert vor einiger Zeit, weil hier meine ganze Deko ihr zu Hause hat. Das hier ist alles Weihnachten. Das ist immer so eine leichte Eskalation bei mir.
Ja, und ansonsten dann noch die anderen Jahreszeiten oder aber auch so Zeugs wie Wolle oder Watte oder so. Ja, die Wäsche wird hier gewaschen und getrocknet, gegebenenfalls gebügelt. Und dann haben wir hier auch noch das Katzenklöchen stehen. Und frische Wäsche und Katzenklo passt ja vermeintlich nicht gut zusammen. Aber mein Mann ist ja der Bastelbruder. Entsprechend hat er eine Absaugung gebaut. Richtig, richtig cool. Drum haben wir da den Schlauch. Der wird tatsächlich bis da durchs Fenster geleitet. Und alles, was ja, die Katzen riechbar produzieren, wird nach draußen abgeleitet. Und hier im Keller riecht gar nichts. Sehr, sehr cool, mein Bastelbruder. Weil hier nebenan habe ich mein Zimmer. Und Katzenklo und mein Zimmer, das hat sich auch nicht gut vertragen. Den Raum hatte ich euch auf Instagram mal gezeigt, kurz nachdem ich den fertig gemacht hatte. Ich habe hier meinen Schreibtisch, wo ich die Videos schneide. Dann hier einen Basteltisch. Hier liegen jetzt Werbeprospekte, weil ich eben noch was eingepackt habe zum Versenden. Ja, dann meine Schränke, wo alles drin verstaut ist und ja, noch ein Katzenkörbchen. Natürlich, ohne Katze läuft ja nichts. So, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Wäsche zu machen. Die Wäsche habe ich jetzt sortiert. Zum Thema Wäsche sortieren. Ich habe nur 3 Körbe. Das hier ist der Korb für die 60 Grad Wäsche. Wenn einer bei uns krank war oder so, auch schon mal 90 Grad, aber in der Regel 60. Das sind Handtücher, Putzlappen, vom Wischmopp die Bezüge, all diese Dinge. Oder auch Bettwäsche. Die wasche ich aber immer direkt, die liegt hier nicht. Wenn ich die abziehe, wird die direkt gewaschen, dann ist sie wieder weg. Entsprechend 60 Grad, dann haben wir hier einen Korb mit heller Wäsche. Ihr seht schon, viel helle Wäsche gibt es bei uns nicht. Ja, René trägt eigentlich durchweg immer nur blau oder schwarz. Und ich trage auch viel dunkle Kleidung. Entsprechend haben wir hier den Korb für die dunkle Kleidung bzw. auch Buntwäsche. Alles, was jetzt hier lila ist oder sowas, das kommt da alles mit rein. Genau. Ja, sortiert ist alles. Machen wir das erste Maschinchen weg und da unten kommt die Mau. Hallo Mau. Die will bestimmt aufs Klöchen. Ja, das ist die Richtung. Und zack, verschwindet sie in ihrer Höhle. Viel Erfolg, Mau, bei deinen Geschäften. Zum Waschen nehme ich übrigens gern die Pots. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist Ariel, Persil, keine Ahnung. Eins davon. Eins von beidem ist es. Und dann einfach bei 30 Grad. Mehr mache ich da nicht. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed. Es war ja unschwer zu erkennen, der linke Schrank ist von René und der rechte ist von mir. Und wir haben das so ein bisschen unterschiedlich. René ist so der T-Shirt-Stapelmensch, zieht sich da raus, was er braucht. Und ich bin vor ein paar Jahren übergegangen und habe alles auf Bügel gehangen, habe mir eine zweite Stange reingebaut. Oben sind alle Hosen, Jeans, Leggings, kürzere Hosen und unten sind alle Oberteile von Langarm über 3/4 und Kurzarm. Und ich bin ja so ein kleiner Monk, ich habe das so ein bisschen farblich sortiert. Was ich euch diesbezüglich mega empfehlen kann, sind diese Kleiderbügel. Die sind mit so einem Filz bezogen. Ich weiß nicht genau, was das für Material ist. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass nichts von diesen Bügeln runterrutscht.
Das ist, als würde es irgendwie festkleben. Ja, funktioniert sehr, sehr gut. Ah, heute gibt's Weight Watchers Kuchen. Ist ja lecker. Ja, nur lecker Diätkuchen. Nicht Weight Watchers tauglich, aber trotzdem lecker. Als ich vorhin das Päckchen weggebracht habe, habe ich beim Bäcker noch Brötchen fürs Frühstück geholt und habe zum Samstagskaffee Kuchen mitgebracht. Eine Erdbeerschnitte und eine Himbeerschnitte. Für jeden eine halbe. Und ja, dazu machen wir jetzt noch ein Käffchen. Frühling! Die Sonne scheint. Dann essen wir draußen Kuchen. Wir haben auch schon draußen gefrühstückt. Meine Lieben, jetzt geht es an die Beete. Ich habe ja hier so einen abgetrennten Bereich mit Hochbeeten. Dieses Jahr tatsächlich nicht allzu stark bepflanzt. Jetzt muss ich doch gerade überlegen. Einfach weil ich viel mit Kohlweißlingen zu kämpfen hatte die Jahre. Und ja, auch mit Amseln und anderen Vögeln. Und René wollte mir so einen Überbau bauen. Das Material ist auch schon da, aber wir haben es nicht mehr zeitig genug geschafft. Und dann habe ich gesagt, wir machen uns da keinen Stress. Es ist, wie es ist. Und ich habe dann entsprechend dieses Jahr auch keine Pflanzen vorgezogen. Und ja, ihr habt ja im letzten Vlog gesehen, ein paar Pflanzen wurden gekauft und gesetzt. Kürbisse, Zucchini. Und ja, so sieht es jetzt aus. Ihr seht hier am Holz, ich habe die Beete letztes Jahr gestrichen mit einer Wetterschutzfarbe. An den Seiten sieht das auch alles noch wunderbar aus, aber obendrauf ist die Farbe größtenteils ab. Und die Beete soll mir natürlich noch möglichst lange erhalten bleiben. Drum muss da jetzt auf jeden Fall noch ein Anstrich drauf. Und das wird jetzt passieren. So, meine Lieben, sieht es jetzt aus. Ich habe zwei Anstriche gemacht, nur oben den Rand. Und jetzt ist alles wieder schön braun. Die Farbe glänzt noch, die muss noch ein bisschen trocknen. Aber ja, ich glaube, jetzt ist das Holz auch wieder ein bisschen besser geschützt. Ja. Hier übrigens in die kleinen Töpfe hatte ich mir gedacht, könnte ich gut Bohnen setzen. Mitte Mai ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um Bohnen auszusäen. Ja, und dann können die hier die Gitter hochklettern. Ja, und dann habe ich an der Seite noch die Gurken stehen und die Melonenbirne, die kommt auch noch hier in den Kübel rein. Ja, und so schaut es dann erstmal aus. Na, dann haben wir hier noch eine Ecke. Hier wächst Minze, Schnittlauch. Schnittlauch hat sich mittlerweile auf zwei Kübel ausgebreitet. Ich lasse das überwiegend tatsächlich einfach wachsen, weil ich diese lila Blüten so schön finde. Wenn die verblüht sind, schneide ich es runter und ja, dann wachsen die, bis wieder neue kommen. Also im Endeffekt, ja, ich würde sagen, so 2 bis 3 Mal im Jahr habe ich hier schöne lila Zwiebelblüten. Sehr, sehr schön. Ja, da hinten, wie gesagt, Pfefferminze, die wird getrocknet, dann haben wir Tee. Ansonsten hier habe ich bisher noch nichts gepflanzt. Ja, und das ist tatsächlich der Ort, wo ich jedes Jahr die Tomaten stehen habe. Ich habe die Tomaten nicht unterm Dach stehen. Meistens vertragen die das nicht so gut, wenn die im Freiland stehen, weil die nicht so gerne mögen, wenn von oben viel Wasser kommt. Aber ich habe hier mit dem Platz immer gut Glück gehabt. Aber ihr seht, ich muss es noch aufräumen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, heute die Tomaten zu setzen. Aber ich finde, bei dem Wetter sollte ein bisschen entspannt und gechillt werden. Von daher lasse ich die Kübel Kübel sein. Und kümmere mich ein andermal darum. Ja. René hat mir den Sonnenschirm rausgeholt. Und das wird jetzt erstmal mein Platz für die nächste Stunde. Ta-ta-ta-ta. Ich gehe mir jetzt drin ein Buch holen. Und dann haue ich mich hier ein bisschen hin. Mich hat gerade ein
Päckchen bzw. vielmehr eine Lieferung erreicht und ich habe was für die Katzen bestellt, das ich auf TikTok gesehen habe. So, und zwar dieses Teil hier, ein Hundesudoku. Ich habe auf TikTok gesehen, wie jemand das mit Leckerlis befüllt hat für seine Katzen. Und die Katzen, die hatten da ziemlichen Spaß dran. Pass auf. Also ich finde, es dauert natürlich super lange, aber das Spielzeug ist eigentlich für Hunde. Und René hat eben gelesen auf der Packung, dass das echt eigentlich auch einen ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad hat. Von daher, ich habe ja jetzt so ein bisschen Unterstützung gegeben, aber ich habe den Eindruck, so langsam scheinen sie es zu verstehen. Sie riechen es, sie verstehen, da bewegt sich was. Jetzt Face-Ansatz ist natürlich mit der Kralle rein- und rausziehen, das klappt nicht. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt noch ein paar Mal anbiete, dann haben sie den Dreh raus. Weil eigentlich sind die clever. Die sind beide ziemlich clever. Und jetzt müssen sie mal arbeiten, um an ihre Leckis zu kommen. Ja, sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass es ihnen so schwer fällt. Aber wie gesagt, Übung macht den Meister. Und das Interesse ist da. Das ist schon die halbe Miete in dem Spiel. Es wird langsam Zeit fürs Essen. Das Fleisch haben wir ja schon morgens mariniert. Das ist im Kühlschrank. Dazu gibt es Ofenkartoffeln. Dazu kaufe ich gern diese kleinen Kartoffeln. Ich glaube, das sind Frühkartoffelchen. Ich weiß es nicht genau. Die sind jetzt schon mal gewaschen. Die größeren halbiere ich. Die ganz kleinen lasse ich am Stück. Die kommen dann in einen Gefrierbeutel. Denn da können wir am besten die Würzung dann verteilen. Zum Würzen nehme ich das Pommes-Gewürzsalz von Just Spices. Diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, die wissen, dass ich die Just Spices-Gewürze super gerne mag. Ich habe da so eine kleine Auswahl. Ich ziehe mal gerade hoch. Ich habe die ganze Ecke voll, die ganze Wand voll. Und das ist noch nicht mal alles, im Schrank steht auch noch was. Von daher, ich mag die sehr gerne, die verzichten auf Aromen und künstliche Zusatzstoffe etc. Und ich finde, die haben echt gute Gewürzmischungen. Von daher, wenn ihr da interessiert seid, schaut mal in meine Kanalbeschreibung, da habt ihr den Link dorthin. Denn es gibt immer mal wieder Aktionen, wo es ein bisschen was zu sparen gibt. Beziehungsweise, wenn es keine Aktionen gibt, gibt es mein Lieblingsgewürz, das Avocado-Topping, gratis zur Bestellung ab 20 Euro dazu. Also schaut gern mal rein. Und ja, es ist ein Affiliate-Link. Bedeutet, ich bekomme eine kleine Provision, wenn ihr dort einkauft. Ja, und damit unterstützt ihr mich gewissermaßen auch nochmal mit. So, ich habe noch ein bisschen Pfeffer dazu gegeben und Öl. Und dann wird das Ganze schön durchgeknetet. Ähnlich wie beim Fleisch. Und so kommen die jetzt in den Ofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Ja, ich würde sagen, für so eine halbe Stunde. Schaut einfach, wie groß eure Kartoffeln sind, wie braun ihr die haben wollt, denn das variiert da ziemlich. Immer im Auge drauf halten. Und dazu gibt es dann Gemüsespieße. Ganz simpel. Paprika. Wir nehmen rote Paprika und eine Gemüsezwiebel. So, alles wird in mundgerechte Stücke geschnitten. Und dann auf den Spieß gebracht.
Zu den Kartoffeln machen wir noch einen Kräuterquark. 0,3%igen Magerquark haben wir hier. Und ich habe mein Messer vergessen. Denn mit dem Loch ploppt meistens alles raus. Fast sauber. Ich freue mich immer, wenn die Sache funktioniert. Dazu kommen Kräuter. Ich habe hier Tiefkühl-Dill. Ich gebe euch keine Mengenangaben. Nehmt da so viel, wie ihr möchtet. Also ich mache das auch mal so ein bisschen frei Nase, frei Schnauze heißt das doch eher, ne? Es kommt schon gut was rein. Und dazu dann noch die 8 Kräutermischung. Kräuter sind drin. Jetzt kommt Zitronensaft dazu. Wenn ich frische Zitrone habe, nehme ich die. Ansonsten halt eben diese. Dann eine gute Portion Pfeffer. Und eine gute Portion Salz. Und dazu kommt jetzt noch Wasser. Machen wir erstmal so einen Schwupp. Und dann wird das Ganze glatt gerührt. Wasser würde ich eher nach und nach reingeben. Ich habe den Quark jetzt schon häufiger gemacht. So ein bisschen habe ich das im Auge. Aber gib lieber nach und nach Wasser dazu. Denn ansonsten ist es nachher zu flüssig. Und ja, dann hast du natürlich auch nichts mehr zu dippen. Dann hast du eine Quarksuppe, kalte, aber nichts zum Dippen. So, das Ganze wird schön glatt gerührt. Und ja, im Endeffekt könnt ihr bei diesem Quark variieren, wie ihr möchtet. Ich könnte mir vorstellen, kleingeschnittene Paprika hier drin schmeckt lecker. Oder ein bisschen Tomate, getrocknete Tomaten vielleicht. Ein bisschen Feta drunter. Also da könnt ihr ganz kreativ werden. Aber die Basis, die ist echt simpel. Und natürlich könnt ihr variieren, indem ihr halt eben unterschiedliche Kräuter reinpackt. Ja, Quark ist fertig. Gemüsespieße sind fertig, die Kartoffeln sind im Ofen. Dann geht es jetzt raus an den Grill. So, meine Lieben, sieht es jetzt fertig aus. Gemüsespieße. Quark, Kartoffeln, Fleisch und Fisch. Und weil die ersten Mücken draußen sind, haben wir, ja, wie heißt das, Thermazell? Schatzi, wie funktioniert das? Ja, da ist eine Gaskartusche drin. Hier vorne werden so, hier oben werden so Ölplättchen eingelegt. Das wird dann erhitzt durch die Gaskartusche, die da drin ist. Das wird dann gezündet mit Gas. Da sieht man dann hier eine kleine Flamme leuchten. Und das vertreibt halt die Mücken. Also ist wirklich sehr zuverlässig. Genau, das haben wir letztes Jahr entdeckt. Und René reagiert auf Mückenstiche durchaus schon mal ziemlich stark. Und wenn das Ding an ist, hast du keine Mücke. Ich verlinke es euch mal in meiner Amazon-Storefront, falls ihr interessiert seid. Ist auf jeden Fall ja, ein großer Schatz für Sommerabende draußen. Ja, ist auf jeden Fall besser, als sich mit Chemie hier einzuschmieren. Ne? Ja, das stimmt. Allerdings. Sollte man halt nur nicht so, wie ich das jetzt gemacht habe, direkt neben dem Essen stellen. Das ist keine gute Idee eigentlich. Okay, wir lassen es uns schmecken und dann schauen wir weiter. Meine Lieben, jetzt soll es den Engerlingen an den Kragen gehen. Ich habe hier Nematoden und zwar Engerlinge für zart beseitete, das ist so madenähnlich, ich drehe es jetzt um. Engerlinge sind diese ja, Larven. Das sind Käferlarven, unter anderem zum Beispiel vom Maikäfer. Und davon habe ich in meinen Beeten und in den Steinkübeln vorne ohne Ende. Im Endeffekt sind die nicht schlimm, die machen nichts Wildes, sie ernähren sich von Pflanzenresten. Das Problem ist aber, dass wenn nicht genug Pflanzenreste da sind, dass sie dann anfangen an den Wurzeln und an den Pflanzen zu fressen, die ich halt eben setze. So, und das ist ja nicht der Sinn der Sache, weshalb ich eben Pflanzen pflanze. Ich möchte ja Dinge ernten oder anschauen.
und nicht die Larven füttern. So, und eine Methode, die zu vertreiben ist, Nematoden einzusetzen. Nematoden, das sind im Endeffekt, wie soll ich es beschreiben, kleine Würmer. Das sind kleine Würmer, ungefähr so 0,2, 0,3 Zentimeter, Millimeter, nagelt mich nicht fest, ich bin da kein Profi. Ich bin da online drauf aufmerksam geworden. Naja, jedenfalls habe ich hier so eine Basismischung. Das wird jetzt in Wasser angerührt und dann kommt das einfach aufs Beet und auf die Blumenkästen. Bestellt habe ich mir das über Amazon. Ich bin sehr gespannt, ob es hilft, weil ich habe wirklich schon Massen an Erde umgegraben und Engerlinge abgesammelt. Es waren Massen, ehrlich. Und ich finde immer wieder neue. Sehr, sehr frustrierend. Ja, eine Anleitung ist auch dabei. Ich habe jetzt hier 25 Millionen Nematoden. Das ist für eine Fläche von 50 Quadratmetern. So viel habe ich nicht, aber ich dachte, doppelt oder dreifach hält besser. Und diese Basismasse müssen wir jetzt erstmal mit 5 Litern Wasser anmischen. Dann geht's raus in den Garten. So, besagte Gießkanne, ungefähr ein Fünftel der Mischung. Ja, kommt hin. Und der Rest wird jetzt mit Wasser aufgefüllt. In der Anleitung steht, das ist jetzt ganz wichtig, dass die Erde die nächsten 14 Tage schön feucht gehalten wird. Also immer schön nachwässern, einmal am Tag am besten. Und das Ganze funktioniert in dem Sinne, dass die Nematoden quasi in die Engerlinge eindringen und die von innen quasi um die Ecke bringen. Sagen wir es mal so. Den Pflanzen tut das Ganze nichts und ich werde hoffentlich die Engerlinge los.